Marie Heeschen aus Berlin. Und Sina Kloke, Weltpianistin. Zum ersten Mal stehend an einem E-Piano, sonst sitzend an den besten Steinways der Welt. Absolute Power. Ein Lied von Fouré, da geht es um einen Menschen, der träumt und plötzlich aus dem Traum aufwacht. So wie wir das alle gerade tun. Ihr wisst, was ich meine. Noch 34 Jahre Nubbelverbrennung vor dem Fidus hätte uns das Kölner Ordnungsamt das Unmögliche gemacht. Deswegen sind wir hier an der Lutherkirche mit Fidus in Residenz. Wir lassen uns den Klein kriegen. Der Nubbel gehört zu uns. Und so rufen wir das bekannte Refrain Dingsbums. Oh Nubbel, wir buchen dich. Oh Nubbel, wir stonnen auf dich. Oh Nubbel, wir vergessen dich nicht. Oh Nubbel, wir lassen dich nicht im Stich. Und den ganzen Norns. Oh Nubbel, wir buchen dich. Oh Nubbel, wir stonnen auf dich. Oh Nubbel, wir vergessen dich nicht. Oh Nubbel, wir lassen dich nicht im Stich. Ich glaube, das müssen wir noch 10-mal machen, damit ihr glaubt. Also, der dritte Versuch. Oh Nubbel, wir brauchen dich. Oh Nubbel, wir stehen auf dich. Oh Nubbel, wir vergessen dich nicht. Oh Nubbel, wir lassen dich nicht im Stich. Wir lassen uns. Ever, der Nubbel ist nicht he. Der war auch nie im Fidus. Stattdessen haben wir das dreckige Virus. Es reicht jetzt! Steif dich endlich fort. Zick wieder für Kultur, Konzerte, für Bütze, Tanze, Umarme. Keine Angst mehr in den Bus. Oh Nubbel, wir brauchen dich. Oh Nubbel, wir stehen auf dich. Oh Nubbel, wir vergessen dich nicht. Oh Nubbel, wir lassen dich nicht im Stich. Massenhaftes Komasaufen der Zürcher Straße ist erlaubt. Aber Nubbel braucht uns Pflege vor dem Filus nicht. Doch hätt das Ordnungsamt ein Brett für den Kopf. Wem gehört die Stadt? Dem Virus? Dem Ordnungsamt? Das ist wirklich zum Ganzen! Oh Nubbel, wir brauchen dich! Oh Nubbel, wir stehen auf dich! Oh Nubbel, wir vergessen dich nicht! Oh Nubbel, wir lassen dich nicht im Stich! Das Virus, das hättet ihr überzogen. Hätte den Putin nicht gehänst desinfiziert, quasi neutralisiert. Der maximal größenwahnsinnige Narzisst mäht Krieg. Da lure ich doch auf die Rude Funke, die jetzt geliert hat. Nicht schäße! Seht ihr nicht, dass doch Menschen sind? Ach, in die Psychiatrie. Mit dem Macho-Arschloch. Und am besten weg in Sibirien. Oh Nubbel, wir brauchen dich. Oh Nubbel, wir stehen auf dich. Oh Nubbel, wir vergessen dich nicht. Oh Nubbel, wir lassen dich nicht im Stich. Genug jetzt. Wir fangen wieder an zu leben. Du dreckiges Virus! Du Arsch! Wir sagen Tschüss und fort mit dir! Brennen sollst du! Und anders als uns, die ich, die jeden in den Himmel, die jeden in die Mülltonnen! Und das war jetzt auch! Ja, was denn?
Der Nobelpreis. Keine Nobel. Oder jeden halt nur. Das echte Virus, das sind wir. Mit unserem Glöf an den Menschen. An den Level. Das ist es. Und darum, unser Abgesang, ihr kennt das Liedchen. Mit völliger Handbremse. Corona und Drop de Krisch. Kunst sich nicht ausleve. Nobel, wo bist du? Oh, Nobel, mir buche dich. Oh, Nobel, mir stonner dich. Oh, Nobel, mir verjetze dich nicht. Oh, Nobel, mir lasse dich nicht im Stich. Überraschung, sagte Nobel. Ich habe mir jetzt grad das Ordnungsamt für genommen. Die stelle ich zurecht, aber so jetzt von. Die zwei Städtische für den Philos, die mussten fort. Begründung, es könnte jemand daran umfallen. Noch 20 Jahre. Hä? Meinen die das ernst? So ne Schwachsinn, das sind wesentliche Kommunikationsorte, wo wir statt mit 6 Lück, mit 20 Lück drumherum stehen und so Kölschtrupps geben können. Also existenziell für unsere Begegnung. Oh Nubbel, wir stehen auf dich. Oh Nubbel, wir vergessen dich nicht. Oh Nubbel, wir lassen dich nicht im Stich. Nee. Denn Putin. Den blößt er. Ja, das Gehirns zurecht. Welches? Mobilisiert die Oligarchen und Generäle, dass sie in die Rude Kart ziehen. Wer hätte gedacht, dass wir jetzt froh sind über Lück wie die? Oh, das ist eine so. Oh, Nobel, mein Stolz für dich. Oh, Nobel, mein Stolz auf dich. Oh, Nobel, mein vergesse dich nicht. Oh, Nobel, mein lasse dich nicht im Stich.
Der Nubbel, der organisiert jetzt gerade mit allen Kölnern und Ukrainern eine wahnsinnige Hilfswelle. Sternchen, Doppelpunkt. Und hier seht, der Nubbel. Die Bruche kennen alle Klamotten und aufgelaufene Medikamente in der Ukraine. Die brauchen Geld für das, was nötig ist. Und sie sagen das. Und dazu, ihr höre, schusssichere Westen, das ist Krieg. Und ich die Glück und Freunde hier in Köln aus der Ukraine, die haben Angst um ihre Brüder und um ihre Väter. Und deswegen müssen wir Geld locker machen und die Transporte klar machen und unsere ukrainischen Freunde in Köln so gut wie wir nur können unterstützen. Wir stammen dich, oh Nubbel, wir vergessen dich nicht, oh Nubbel, wir lassen dich nicht im Stich. Putin, du Arschloch! Putin, du Arschloch! Arschloch! Putin, du 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 Arschloch! So, jetzt haben wir die Energie geschickt, der Nubbel dehnt den Rest mit dem Putin und da sind wir voller Zuversicht, dass das um kölsche Art anders läuft und es den Waffenstillstand gibt und auf mit der Hochrüstung. Nie, nie, nie wieder Krieg. Und so machen wir den Affiersang oder den Mutgesang für den Nubbel, der ob sie eine Art unterwegs ist in der Welt, in Kölle und Universal und wie auch immer und der Energie sammelt, um im nächsten Jahr mit voller Power dort zu sein, dass wir dann sagen können, Nubbel, jetzt kannst du brennen, aber voller Energie und mit uns allen in dir drin und du mit uns in uns drin mit dem Widerstandsgeist, dass wir dem der Borwe sagen, was Sache ist, weil unser Ziel klar ist, das Level ist stärker als der Tod und wir lassen uns keine Angst machen, egal was auch passiert. Wir stunden zusammen, wir halten zusammen und Nubbel, gut, dass es dich gibt. Lied, ihr kennt es, aus dem allen, allen Widerstand der schwarze Mensch in den USA. Singt so laut ihr könnt das alte Lied We Shall Overcome. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome.
shall live in peace. We shall live in peace. We shall live in peace. We shall live in peace someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome. We shall. Den Stammbaum. Aber wir haben hier von der Gabi Falk einen neuen Text. Und das heißt, ich singe für euch die Strophen und wir schmettern den Refrain. Ich bin ein stolzer Syrer, floh vor der ISIS-Legion. Und ich bin ein Roma aus der Kosovo-Region. Ich komme aus Nigeria und aus Afghanistan. Wir sind zu euch geflüchtet, so fing alles an. Jetzt kommt ihr und so sind wir. Sind wir jetzt am Ring? Da ist jetzt, wo man stolz auf sind. Aus Afrika gekommen sind alle Menschen dieser Welt. Ich hab ein Boot genommen von meinem letzten Geld. Wir sind Kurden und Jesiden, sind Menschen vor dem Herrn. Wir suchen hier den Frieden, der Heimat ach so fern. Und so sind wir alle in der Kurve. Ich spreche Brüder, alles Ende Sport. Wir handeln durch, so viel Jahrhundert. Wir sind, wie wir sind. Aus der Ukraine, dort stand mein Elternhaus. Das Land, um das ich weine, das blutete langsam aus. Meine Heimat musste ich lassen, das Herz ist mir so schwer. Versuche Fuß zu fassen, drum kam ich zu euch her. Jetzt kommt ihr zu Zimmer.
singt genauso laut wie gerade eben. Wie soll das nur gehen? Man schwätzt hier zusammen, dann ist es vorbei. Was auch passiert, das eine ist doch klar. Das Schönste, was wir haben, schon all die lange Jahre, ist unser Fehler. Die Spinne in den Gras und fällt den Zähne auf den Nas. Die Blühen und Schramme, die fliegt mal zusammen, dann ist es vorbei. Und jetzt wart auf passiert. Und jetzt, ihr Lieben, gibt es eine Premiere. Nach 34 Jahren Nubbelverbrennung am Philos sind wir hier an der Kirche. Das ist die eine Premiere. Die andere Premiere ist, es wird ein Gebet gesprochen. Hans spricht das Friedensgebet der israelischen Kultusgemeinde in Wien. Bitte lauscht ihn. Das hat mir eine Freundin, eine jüdische Freundin, heute geschickt. Und sie sagte mir, weißt du Hans, ich bin nicht sehr gläubig. Ja, ich bin Jüdin. Aber das gehört zu meiner Geschichte, zu meiner Kultur. Aber ich glaube nicht so wirklich an was. Aber ich dachte mir, es ist gut, wenn ich dir dieses Gebet heute schicke zum Teilen. Es ist ein altes Gebet mit einer uralten prophetischen Vision des Propheten Jesaja. Das ist Ewigkeit, da kriege ich Gänsehaut. Das ist, und für mich ist es so, ne, ihr wisst, ich bin Pfarrer, ne, also ich bin Pfaffe, ich labere viel rum und so. Aber dann fang doch an. Ich dachte mir, das gehört zu dem, zum Nubbel 2022, in der Situation, in der wir sind, unbedingt dazu. Möge es dein Wille sein, ewiger unser Gott und Gott unserer Väter und Mütter, dass du Kriege und Blutvergießen von der Welt nimmst und großen, wunderbaren Frieden über die Welt bringst. Möge kein Volk gegen ein anderes das Schwert erheben, noch Krieg weiterhin lernen. Nur mögen alle Bewohner der Erde die Wahrheit erkennen und wissen, dass wir nicht auf diese Welt kamen, um zu streiten und zu kriegen und nicht um Hass, Neides, Ärgers und Blutvergießens willen. Gott behüte. Nur sind wir hier, um dich zu erkennen und anzuerkennen
ewiger Gesegneter. Möge der Vers in Erfüllung gehen. Und ich bringe Frieden über die Erde, auf dass ihr euch schlafen legt und euch keiner aufschreckt. Und schaffe wilde Tiere weg aus dem Land und kein Schwert gehe durch euer Land. Darob die Weite des Himmels. Meines Partners Ralf Rohrmoser von Glaser zu stehen. Wir haben heute auf den Weg gebracht den Südstadtzug, das heißt das Südstadtzüchlein. Wir wollten eigentlich nur mit dem Festkomitee, unserem Orga-Team losziehen, wie letztes Jahr auch, und haben dann gesagt, nee, es müssen mehr werden. Haben dann gestern, glaube ich, erst aufgerufen und ja. Es war für mich eins, für uns beide ein unglaubliches Erlebnis, dass wir gezeigt haben, als einziger Stadtteil in Janskölle, dass wir Obrechtern, dass wir bunt sind, dass wir Jeck sind, dass wir Färfe im Gesicht haben, dass wir das Blau-Gelb mit dabei haben, dass wir uns Lädchen singen können, dass die Kinder, allein die Kinder, denen wir begegnet sind, die wir natürlich überschüttet haben mit Süßigkeiten, die das jetzt 2 Jahre vermisst haben, das Strahlen könnt ihr euch ja nicht vorstellen. Ich habe, da wir viel zu viel hatten. Also, wir hatten viel zu viel. Und ich 3 Kilo pro Kind. 3 Kilo. Ich habe so einen ganzen vollen Bügel, den man normalerweise einzeln schmeißt. Ich glaube, einem 6-jährigen Kind in die Hand gedrückt. Der ist geplatzt. Der wusste gar nicht, wohin mit seiner Freude. Ne? Das ist Energie. So, und dafür stonnen wir. Ne? Dafür sind wir da. Und also ein schönes Erlebnis, einfach zu sagen, wir haben ein Hoffnungszeichen gesetzt.
Wir haben Zukunft und wir gehören zusammen und dann lasst uns nicht aufhalten. Und dann sage ich nochmal an alle, die von euch, die eventuell überlegen, auszutreten. So, kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Okay, aber für die, die es wirklich tun, bitte schickt mir, sage ich dann immer wieder, die Adresse des Baumes im Wald, wo ihr eventuell meditiert, Yoga macht oder was auch immer. Oder die Schwitzhütte auch. Gib mir bitte die Adresse, damit ich einen meiner 11 Kirchenasylanten dahin schicken kann. Denn ohne Kirche gibt es kein Kirchenasyl in diesem Land. Und das ist nötig. Das ist dringend nötig. Also denkt drüber nach. Ne? Seid gnädig mit einem Pfarrer wie mir. Und vor allem finanziert mir die Rente. Also wirklich vorstellen muss ich den Mann ja nicht. Es ist seine eigene Kirche, deshalb durfte er heute einmal so richtig ausgiebig sein. Danke. Der liebe Hans, danke. Hans Mörter, danke. Und da haben wir den Kostas. Der Kostas einfach mit dem Philos, Herzschlag unserer Stadt, unseres Fehlens. Und eng zusammen. Ne? Und immer wieder, wenn es brennt, sind wir dort zusammen. Und macht dem Costa die Freude und trinkt noch 100 Kölsch heute Abend. Und bei so, bei ihm, vor Philos. Okay, Jäger. Drei Kölsch sind auch okay. Madet Jod, schön, dass ihr gekommen seid. Das ist eine der wenigen.